Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Minecraft mit mir und Samba. Modded Minecraft mit mir und Samba und ich bin mal wieder alleine. Und mein Schwert fehlt. Ich glaube, ich weiß sogar, wo ich das habe. Ja, ich hoffe, das ist da noch. Ja, okay. Gut, hätte keiner weggedacht. Ich habe nämlich einen Modifier für das Schwert, ein freies. Und war am Überlegen, was ich drauf tun soll, wenn ich überlegt habe. Ja. Bin ich wohl weggegangen. So, aber jetzt, wenn gerade eh Nacht ist, kann ich mal direkt schlafen. Ich bin allein auf dem Server, wieso wird es nicht Tag? Whatever. So, Plan für diese Folge ist Botania. So. Wo zur Hölle sterben die denn alle? Und gegen was? Oh ja, so gut. Ich soll vielleicht auf dem Papier wechseln, dann kann ich den nochmal leveln. Oh ja, töte meine ganzen Tiere alle. So, jetzt ganz nach oben wieder. So. Das erste, was wir brauchen, ist das Ding hier. Das heißt, Petal, nicht Pedestal. My bad. So, wo stellen wir das hin? Das stellen wir mal. Fast auf die Seite hier tun, wenn da die Windräder nicht wären. Stellen wir es mal hier hin. So, das hier bauen wir mal ab. Das braucht man eh nicht. Gibt gar keinen Grund, das überhaupt zu besitzen. So. Dann, was wir auch noch brauchen, ist ein Lexica Botania. So, da haben wir viel Blabla. Und dann haben wir da viel interessantes Zeug. Das erste, was... Also... So, was ist das Ziel? Was will ich machen in Botania? Ich will den Creative-Flug von Botania bekommen. Das heißt... Ah ja, und natürlich die passive Stärke. Genau.
Das heißt, was ich will, ist zum einen, ich muss mir vermutlich auch ein paar von denen hier machen. Band of Mana. Zum einen will ich solche Dinger hier haben. Dafür brauche ich Federn, dafür brauche ich Gaia Spirit, was. Das kann schwer werden. Dann, das hat einen EMC-Wert, das ist gut. Und Ender Air Bottle, da weiß ich, wie ich sie bekomme. Also ist das auch nicht so schwer. Das andere, was es in Botania gibt, was auch sehr hilfreich ist, wie gesagt, ist ein. Strength 2 Pendant. Man könnte auch auf Regeneration 2 oder Resistance 2 gehen. Aber ich denke, Strength bringt mir persönlich am meisten. Ich will ja den maximalen Schaden immer schön haben. Und dann. Ja, Rezept. Das hier hat einen EMC-Wert, das heißt, das geht tatsächlich voll klar. Und dann das Stärke-Pendant. Hat auch einen EMC-Wert, aber das werde ich da vermutlich nicht finden. Ja, genau. Da finde ich bloß das Tainted Blood Pendant. Nicht die weiterentwickelten. So. Dann gibt es noch irgendwas Interessantes. Ja, die ganzen Sachen hier sind natürlich alle interessant. Aber das sind nicht, jetzt nicht Sachen, die man unbedingt braucht. So, was gibt's noch? Hoppla. Irgendwann meine Haustiere ist schon wieder gestorben. So, also wir brauchen Bottles of Ender. Ender Air Bottles. Das heißt. Und Gaia Spirits. Gaia Spirits, dafür müssen wir den Gaia-Boss besiegen. Das könnte lustig werden. Ja, lass erstmal das Portal nach Alfheim bauen. Dafür brauchen wir einen ganzen Haufen Mana. Hat er einen EMC? Der hat einen EMC-Wert, der nicht. Weil Terra Steel keinen EMC hat. Das heißt, wir müssen davor erstmal Terra Steel herstellen. Wenn ich Terras die jetzt auch noch finden würde, dann wäre es wirklich gut. Ich finde bloß die Terras die Waffen. Ich habe gerade echt vergessen, wie man Terras die herstellt. Da unten steht's. Ah ja, so stellt man Terras die her. Ich weiß es wieder. Oh, das braucht super viel Mana, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und das wird auch auf jeden Fall noch lustig. Genau, ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die Air of Ender. Dafür brauchen wir Ender Augen. Und ja, ich werde den Enderdrachen jetzt klatschen. Und keiner wird dabei sein von den anderen beiden. Und das ist mir reichlich egal. Jo, wie viel EP hier einfach rumliegt.
Oh, hier ist eins meiner Hühner, deswegen ist das so viel EP. Da hat wohl gerade jemand seine Chemical Bag aufgelöst. Wenn ich jetzt bloß noch wüsste, welcher das war. Ich vermute mal der dunkelblaue. Ja. Die Sachen bleiben in den Bags gespeichert. Die Bags sind fungieren wie Ender Chests. Ich habe sie bloß trotzdem lieber im Inventar, weil es halt echt viele Farben gibt. Ich hoffe, das Portal ist nicht zu weit weg. Für die, die es nicht raushören, ich habe noch eine Mod installiert, die nur Singleplayer betrifft. Also, nee, nicht nur Singleplayer, die nur Client-Side funktioniert. Das heißt, die ist nicht Server-Side. Das heißt, die anderen Spieler müssen die nicht installiert haben. Aber ich finde es ganz angenehm, mit der zu spielen, deswegen. Ja. Dynamic Surroundings. Macht einfach, dass alles ein bisschen schöner klingt und ein bisschen besser aussieht. Vor allem das Biom direkt bei uns vor der Haustür. Nicht der Jungle, sondern ja, der Jungle auch, aber vor allem die Savanna sieht mit Dynamic Surroundings deutlich besser aus. Und ich meine, es klingt halt auch einfach alles besser. Ah, ich habe den hier schon aktiviert, okay. Wollte bloß sicher gehen. Oh, mein Weizen geht gerade zur Neige. Gut, dass ich hier bin. Hier in einem Dorf. Ja, Weizen und Seeds brauche ich. Relativ häufig, einfach für. Ja, hier sind einfach Dragon Scales. Oh ne, Sea Serpent Scales, my bad. Das kann auch weg. So. Da ist noch mehr Weizen. Und Kartoffeln aus irgendwelchen Gründen. So, noch mehr Kartoffeln. Ich glaube, die Villager werfen sich gegenseitig die Kartoffeln zu und die fliegen mir ins Inventar. Wobei in dem Mob Griffing ist aus, die Villager können sich keine Sachen zuwerfen. So, jetzt habe ich auch noch Karotten. Hallo, Sea Serpent. Don't mind me. Ja, ich habe die gerade liegen lassen. Die hat halt einfach so ziemlich keine Bedeutung mehr für mich. Serverlag?
Yay. Mining Fatigue. Wer mag bitte keine Mining Fatigue haben? Das ist doch der schönste Effekt von allen, den man in Minecraft haben kann. Oh yeah, der Sonnenmacher wird nicht mehr geladen. Ist das da unten der Dungeon? Das ist der Dungeon. Oder? Oder ist das was anderes? Ich habe Mining Fatigue, ich komme da nicht rein, gell? Das ist tatsächlich das Endportal. Ja, lol. Oh mein Gott, das glaubt ja keiner. Oh mein Gott, das glaubt auch keiner. Noch 4 Minuten Mining Fatigue. Bucket. Ah, okay. Bucket funktioniert einfach nicht. So. Und jetzt können wir da rein. Es ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Könnt ihr sterben? Danke. Samba wird das vermutlich auch irgendwann auf seiner Karte sehen. Aber das bringt relativ viel. So. Ich sollte bei der Gelegenheit vielleicht diesen Shuriken hier ins Inventar nehmen. Genau, das ist der mehr Schaden macht. Das hier oben. Und zum anderen brauche ich das hier. Und damit hätte ich beides, was ich brauche. Das heißt im Klartext jetzt einfach schnell den Enderdrachen besiegen. Was nicht lang dauern sollte. Ah, super. Nun. So, Drache, beweg deinen Arsch hierher. Aber das macht magischen Schaden. Magischer Schaden. Das darf man nicht vergessen. Ich treffe es ziemlich gar nicht.
Letzter Schlag mit dem Rapier. In der Luft? Nee. Sieht schlecht aus. Come back? Nee, wieder nicht. Schon töten, wenn du dich so. Nein, flieg jetzt. Jetzt, flieg. Ah. Bitte? So, jetzt habe ich das leichte Gefühl, dass mein lieber Drache nicht in dem Gefäß ist. Aber er ist tatsächlich drin. Yes, in der Luft. Der muss besonders passieren. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ein Haufen EP, aber ansonsten sieht es eher mau aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir könnten Elytra suchen gehen, aber ich glaube, das mache ich irgendwann mal mit den anderen zusammen. Das Drachenei ist auch nicht wirklich wertvoll. Tatsächlich. Leider. Weil. Das teleportiert davon gar nicht. So, jetzt. Tor. Ja. Das ist das Original. Das werde ich nicht in den Transmutation Table tun. Das darf meinetwegen da rein. Aber nicht in den Transmutation Table. So, und dann Roll Credits, würde ich mal sagen, was? Hey du, du bist hier nicht bloß zum Spaß, arbeite gefälligst. Danke. Ich bin mir sicher, die anderen wollen auch. Also, hole ich die Items mal lieber beide schnell. Und dann. Wo kommt das rein? Tränke. So. Eine Ender Air Bottle braucht man für. Oh, man kann sich das craften. Ich dachte, dass man sich das nicht craften kann. Red String. Was zum. Ist da der Unterschied, abgesehen davon, dass man hier noch einen Kürbis braucht und hier nicht? So, aber wir wollen die Flügel machen und dafür brauchen wir die Gaia Spirits. Und für die Gaia Spirits müssen wir ganz von vorne anfangen, nämlich mit. In dem ganz standardmäßigen Botania-Kram. Heißt im Klartext, wir brauchen Mana. Bedeutet, wir machen uns jetzt einen Mana-Table. So.
finde auch das klingt richtig cool. Okay, genug rumgespielt. Und Zeit, was wir uns darum kümmern. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe, aber hier oben ist Silver. Cobblestone. Hier oben hat Sander sich tatsächlich eine geheime versteckte Base gebaut. Bei der er die Tür falsch platziert hat, was heißt, ich will hier auch so rumgekommen. Und dann hat er hier ein paar Security Guns und mehr Security Guns. Und noch mehr Security Guns. Und basically ist der so ziemlich der einzige Punkt, an dem er wirklich safe ist. Hier. Oder hier. Oder. Oh, come on. Hier. Nee, ich war gar nicht ganz in der Ecke dran. So, hier. Oh, hier bin ich nicht safe. Doch, hier bin ich safe. Hat mich schon kurz gewundert. Ja, und dann hier sind praktisch die ganzen Security Guns. Sentry Guns, whatever. Und hier hat er einen Block platziert, den er sehr schön findet. Und nur aus dem Grund, weil er ihn sehr schön findet. Und ja, es gibt noch ein paar Möglichkeiten, um hier reinzukommen, aber das ist halt die einfachste. Ich meine, klick einfach gegen irgendeine Wand und du bist drin. Ich hoffe, dass die Folge nicht hochgeladen wird, wenn wir noch in diesem Projekt hier sind. So dass er niemals herausfinden wird, während der Laufzeit dieses Projekts, wie ich in seinen Bunker eigentlich immer reinkomme. Ja, wie auch immer, wir brauchen jetzt einen Mana-Pool. Mana. Und weil ich kann, nehme ich gleich mal den teuersten. So, da haben wir einen Mana-Pool. Blume, du stehst im Weg. Du vermutlich auch. Ihr werdet vermutlich auch. So. Was wir jetzt noch brauchen, ist irgendeinen Weg, um an Mana ranzukommen. Und dafür gibt es die Generation Flowers. Und davon gibt es ein paar. Und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, auf was wir gehen sollten. Samba ist gerade gechannt. Ich glaube, das ist vermutlich das Schlauste, weil ich eh sehr viel EP habe. Sieht so aus, als würde seine Rüstung dem ganz gut standhalten. Oder? Ah, doch, nee, so. Ja, warte mal. Schwer zu sagen. Okay, jetzt ist definitiv jedes seiner Rüstungsteile weg. Ich hab grad deine gesamte Rüstung. So
sogar das Jetpack, das ist das Geilste. Oh mein Gott, das klappt einfach. Ich habe das ja letztes Mal schon gesagt, dass der Shuriken eine 30%ige Chance hat, wenn ich krit, ein Rüstungsteil zu zerstören. Ich habe gerade einfach seine gesamte Rüstung mit Jetpack zerstört. Nee, okay, es wurde ihm ins Inventar gedroppt. Dann geht's. Ist das in dein 5 oder kaputt? Komm mal Discord. Dann kommen wir mal Discord. So, ich bin in der Aufnahme. Hallo. Hallo. Ich meine, dass ich jetzt ein bisschen Zeit brauche. Ich muss eben noch was aufräumen. Ja, kein Ding. Ich bin in der Aufnahme, wie gesagt. Ist deine Rüssi kaputt gegangen oder in dein Inf gesprungen? Meine Rüssi? Ja, deine Rüssi. Scheiße. Oh Mann, das klingt ja nur scheiße. Sag das nicht. Du Rüssi, Alter, what the fuck? Nee, also, ist kaputt gegangen. Echt? Ja, aber ich weiß nicht genau, warum meine Schleimstiefel. Doch, die ziehen sich aus. Hast du irgendeinen Kack gemacht, dass sich das Zeug auszieht? Hä? Ja, auf meinem Shuriken ist eine Ability drauf, dass wenn ich dich kritte, dass es deine Chance hat, dir ein Rüstungsteil. Es steht nicht dran, ob es ausgezogen wird oder zerstört wird. Es steht dran, dass das Rüstungsteil entfernt wird. Oder irgendwie so ganz komisch formuliert, so dass es nicht eindeutig ist, ob es zerstört oder ausgezogen wird. Ich sag mal so, nee, meine, es ist was kaputt gegangen, aber mein Helm war eh fast kaputt, muss ich sagen. Mhm. Und der Rest ist alles in mein Inventar gesprungen, aber meine Hose war auch fast kaputt. Okay. Noch schlimmer ist aber das von dem, mit dem Security-Mod kannst du einfach Items zerstören, ne? Ja, das ich weiß. So eine Schranke. Du kannst Items bannen und wenn du durch die Schranke durchläufst, dann sind sie weg. Dann, ja, das ist dann nicht irgendwie eine Kiste irgendwo separat, die sind einfach weg. Ich hoffe, dass du das niemals benutzt, Alter. Das ist nur asozial, dieses Ding. Ich stell dir mal vor, ich würde dir damit ein Transmutation-Tablet nehmen. Ja, ich stehe ja über welche rum, das ist nicht das Problem. Und alle Transmutation Tables abbauen. Aua, Alter, ja, dann wäre ich ganz schön. Übrigens hat der Captain auch gesagt, dass es wie Geld ist. Du meinst, du hast mich für verrückt gehalten, dass ich gesagt habe, dass es wie Geld. Und er meinte, ja, aber es ist kein Geld. Ja, aber es ist wie Geld. Es ist, halt es ist auch nicht halt, wirklich ne? Wie Geld. Es ist mehr wie. Schon eine Währung. Wie Quanten. Ah, Quanten, ja. Ja, ja. Quanten sind ja auch wie Geld eigentlich, ne? Eigentlich ist alles wie Geld. Nur Quanten, ja, nee, halt es ist halt nicht. Wirklich, also, es ist halt wirklich, Reichtum. Es ist halt eigentlich darauf, also die Mod ist darauf basiert, dass alles im Endeffekt aus demselben besteht und es bloß anders zusammengesetzt ist. Und unterschiedliche der Mengen. Der Captain ruft an, Juri. Ja, wollen wir. Ja, geh mal zum Captain. Du willst Snow nachholen? Jo, bin in Aufnahme. Nee. Hey. Ich hab mein Livestream angeguckt. Hallo zu den Zuschauern. Ich muss sagen, es ist so, es geht so. Fandest du es geil? Ja. Okay, dann kaufe ich es auch. Juri, hast du die Lust, Snowrunner zu holen? Man kann bis zu 4 Spiele dann im Koop machen. Können wir das nach der Folge klären? Oder bitte, in der danke. Folge? Vielleicht finden Leute das interessant. Okay. Ja, ja, ich fand es Spaß. Juri, kannst du nicht den Effekt von dem Shuriken wegmachen, weil das ist echt asozial. Welcher? Der hier? Ja, dass meine Rüstung sich auszieht. Aua! Ja. Ganz ehrlich... Ich hab. Es ist schwer zum Scheißen, ganz ehrlich. Ja, sehr. Kein Kommentar dazu. Du hattest schon wieder kein Stone Pad im Hinten. Ja, aber aus dem Grund. Komm mal hier hoch.
Wieso hast du schon wieder Nether-Sterne? Die löscht ja, weil. Ich hab doch ganz viele Wither getötet und das Zeug noch nicht verkauft. Verkauft. Hier wird nichts verkauft. Oh, das ist wieder anstrengend mit dir, dass du mich einfach so grundlos tötest. Ey, lol. Was kann ich denn dafür, dass sich deine Rüstung in dem Moment ausgezogen hat und du dann durch den zweiten Shuriken tödlichen Schaden erhalten hast? Da kann ich ja, doch nichts für. Ja, und ich hatte mein Jetpack nicht an. Also das, ich sag mal so, das ist PvP-technisch super strong. Ja, ich weiß. Wir brauchen eine Mod, mit der man Rüstung nicht mal ausziehen kann. Ja, Modpicker weiter. Hast du mein Zeug jetzt eingesammelt? Hast du mein Zeug eingesammelt? Kiste. Ah, okay. Da-di. So, ich wollte mich eigentlich mit Botania beschäftigen. In der Aufnahme. Ich hab mich sogar schon ein bisschen mit Botania beschäftigt in dieser Aufnahme. Sehr gut. Ja. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich das halt? Okay, es sieht nicht besonders aus. Nimm das mal in die Hand. Gib dir mal, wie geil das aussieht, wenn du das in der Hand hältst. Ach du Kacke, das ist gut gemacht. Diese manchen Mods sind einfach schön. Die haben einfach sich gedacht, wir machen das schön. Aber es sieht nicht für dich so geil aus, ne? Sieht nur für. Sieht nur für den, der es hält, so geil aus, ja. Fliegt das jetzt gerade um mich? Ich bin ein Planet. Ich bin so dick, ich bin wie ein Planet. Ich habe meine eigene Gravitation. Da gibt's deine Mutterwitz, schätze ich immer. Ja. Es gibt zu allem dann deine Mutterwitz. So, was ich eigentlich machen wollte, war. Die hier? Nee, warte. Ich habe vergessen, welche ich herstellen wollte. Die hier? Achso, kannst du mir, bevor du das machst, kannst du mal zeigen, wo die Mobspawner sind, Juri? Ich hab dir von den Mobspawnern erzählt. Ja, ich wollte jetzt ein bisschen farmen gehen eigentlich. Ne, die braucht TNT. Das machen wir mal gar nicht. What the fuck, ich hab so. Hä, welche war das? Captain, kommst du auch auf den Server? Capcom auch? Doch, ja. Okay, ich weiß, welches war. Ist überhaupt noch da? Ist der wieder gegangen? Der ist wieder gegangen. Das ist bestimmt wieder gegangen. Das ist ein Sackdreck, Alter. Nee, der hat sich gemutet. Hoppla. Boah, ich finde, jetzt kann ich ehrlich mein Schild benutzen, Alter. Ich finde, das ist so ein Traumschild. Ja, jetzt wegen, weil du die neue Waffe hast, kannst du jetzt ein Schild benutzen. Genau. Ja, ich kann immer noch kein Schild benutzen, weil ich jetzt ein Rapier als Hauptwaffe habe. Wo ist der Rapier hin? What the fuck? Jetzt zeigst du jetzt immer, wo der Spawner ist. Man kann da Items reinlegen. Ja, ich weiß. Schau her. Du, ich hab dir meinen Warpstone versehentlich in die Kiste gelegt. Du gehst auf den Warpstone und dann da der dritte Warp, der heißt Zombies, da klickst du drauf. Ja, mir gibt's nur Spawn, Alter. Ja, ich hab dich falsch. Nee, jetzt mal ernsthaft, auf der Karte ist es markiert. Mit welchem Symbol? Mit dem Grabstein? Nee, mit dem Schwert. Da hinten? Oh Mann, da bin ich ja erst in 3 Folgen angekommen. Hör, nee, halt ernsthaft nicht. Das Portal-Dings da ist unser Portal. Unser Nether-Portal. Warum ist das da hinten, Alter? Ach, ist das das, was du in der einen Folge gebaut hast? Das ist das, was ich in der ersten Folge gebaut habe. Ich bin in den Weg, glaube ich, in der Folge allein 10 Ja, ich hab mir alle Folgen sehr, sehr aufmerksam angeguckt. Ja, genau. Und heute kommt wieder eine Folge. Ja, in 3 Stunden. 2,5 Stunden. Nehmen wir nachher noch eine LOL auf, die ein halbes Jahr vor dieser Folge hier auf meinem Kanal landet. Okay, ja, ich würde sagen, das war's mit der Folge. In der nächsten Folge,
machen wir vielleicht mit dem lieben Samba und dem lieben Captain zusammen irgendwas im Twilight Forest. Oder ich mach weiter in Botania, bis ich mir den Fairy Ring. Warte, wie heißt der Ring? Ich habe schon wieder vergessen, wie der Ring heißt. Hoppla, das wollte ich nicht. Botan. Botania. Den hier. Flügelring. Wingring. Ich find's lustig, dass Botania die Flügelringe einfach deutsch betitelt sind. Hä, auch immer hier Englisch eingestellt? Ja, auch in der englischen Version. Aber Botania macht das, glaube ich, öfter, dass die Items Namen aus anderen Sprachen haben. Ich wüsste bloß gerade nicht, bei was noch. Ich kann halt leider auch nicht so viele Sprachen, ne? außer Deutsch und Englisch. Wenn man ganz genau sein will, kann ich eigentlich keine Sprache außer Deutsch und Englisch. Vielleicht noch ein paar Wörtchen Latein und ein paar Wörtchen Russisch, aber... Ich würde sicherlich nicht bemerken, wenn hier irgendwas Russisch ist. Latein vermutlich eher. Latein ist relativ eindeutig, wenn was Latein ist. Jo, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Danke fürs Zuschauen und ciao!